Geh mal nicht auf die Kanzel, ich bleib mal hier, da bin ich Ihnen näher. Demokratie. Jetzt ist das schon der etwas abgewandelte, vorsichtige Ausdruck. Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen. Winston Churchill hat das einmal anders, noch anders ausgedrückt. Er hat gesagt, Demokratie ist großer Mist. Ausgenommen aller anderen Staatsformen. Wir feiern heute hier in Gutenberg das Fest der Demokratie. Ein Tag vor einer besonderen Wahl hier in unserem Bundesland. Und ich habe so beim Nachdenken über diese Andacht mir überlegt, wir haben uns ja irgendwo an Demokratie gewöhnt. Sie ist selbstverständlich. Sie gehört dazu. Wir können sagen, was wir denken. Öffentlich. Auch wenn es manche gibt unter uns, hier aber unter uns in unserem Umfeld, die sagen, man darf ja gar nichts mehr frei sagen, man darf ja seine Meinung gar nicht mehr frei äußern. Das stimmt nicht. Ich darf alles sagen. Ich darf alles öffentlich sagen, solange es die Würde eines anderen nicht verletzt. Dort ist in der Tat eine Grenze. Es gibt alte Menschen, die unter uns leben, sehr alte Menschen, die haben es ganz anders erlebt. Es sind nur noch wenige unter uns, die haben die NS-Zeit erlebt. Mit all seinen dunklen Erinnerungen von Unfreiheit, mit all seinen dunklen Erinnerungen von Knechtschaft. Die man gerne heute gar nicht mehr so erinnern möchte. Man ist froh, dass das schon ganz schön weit weg ist. Und dann gab es nach dem Krieg die Hoffnung auf einen Neuanfang. Demokratisch wurde unser Land genannt. Deutsche Demokratische Republik. Und es war doch alles andere als demokratisch. Ich war vor 14 Tagen zur Gedenkfeier in Oranienburg, Sachsenhausen, im Speziallager Nummer 7. Vielleicht wissen Sie es, nach dem Krieg hat die Rote Armee verschiedene Konzentrationslager weitergeführt und hat Leute, ob schuldig oder nicht schuldig, manche waren einfach nur Systemkritiker, eingesperrt über Jahre hinweg. 12.000 bis 16.000 Menschen sind in Oranienburg-Sachsenhausen in den Jahren von 1945 bis 1949 ums Leben gekommen. Sie sind dann in Massengräbern und in den Wäldern zwischen Oranienburg und Schmachtenhagen verscharrt worden. Ohne Namen, einfach in Massengräbern. Ihre Angehörigen wurden oftmals überhaupt nicht informiert über den Tod ihrer Lieben. Man hatte Angst, in der DDR über bestimmte Dinge zu sprechen. Vieles wurde gesagt hinter vorgehaltener Hand. Da sind Menschen verschwunden, sie kamen dann wieder, aber wesensverändert, schweigsam. Man hatte keine Freiheit mehr wegzufahren, zumindest weiter weg. Irgendwann, vielleicht erinnern Sie sich auch noch dran, 1988, 89 wurde sogar die Grenze in die damalige CSSR dicht gemacht, weil man nicht mehr wollte, dass Menschen über Ungarn dann in den Westen kommen. Wir lebten damals, wenn auch DDR kennt, in unseren Nischen. Und es gab kaum Orte, wo der Staat, der sich ja demokratisch nannte, nicht anwesend war. Gestern gab es einen hochinteressanten Film, Dreisat, wir wollten aufs Meer. Das war die Geschichte von Menschen, die am Überseehafen in Rostock zu DDR-Zeiten gearbeitet haben und sie haben es mal kurz, ganz unvorsichtig ausgedrückt und landeten dann im DDR-Staatssicherheitsgefängnis über mehrere Jahre. Und auch dieses war infiltriert und Mitarbeitenden der Staatssicherheit. Sie waren überall. Und wir wissen es, sie waren sogar in der Kirche, in unseren geschützten Mauern. Da sind Menschen, Seelsorgerinnen, Seelsorger an anderen schuldig geworden. Und diese Schutzräume, die Menschen geboten werden sollten, wurden teilweise schwer verletzt. Vertrauen wurde missbraucht. Und das haben Menschen dann nicht mehr ertragen. Sie wollten es nicht mehr. Sie fassten Mut gegen alle Angst, sind auf die Straße gegangen, um das System zu stürzen, um Situationen zu verändern,
Und das haben sie dann geschafft 1989. Aber damit war nicht alles gut von heute auf morgen. Ja, es gibt Probleme in unserem Land. Es gibt heute Probleme in unserem Land. Vieles sind Wohlstandsdebatten. Vieles sind Neiddebatten. Vieles, nicht alles ist aus der Luft gegriffen. Das ist richtig. Manche Dinge stimmen einfach nicht. Das darf man ja auch sagen. Und dann wird zur Zeit, wie so oft in der Geschichte, nach Schuldigen gesucht. Das ist ja so einfach. Jahrhundertelang waren es die Juden. Ob es Pest gab, ob es Krankheiten gab, ob es Krieg gab, klar, die Juden waren schuld. Heute sind es Ausländer und Migranten, weil es eben so schön einfach ist. Wir finden einen Schuldigen, dreschen drauf und alles ist gut. Das meinte ich damit, wenn ich sagte, es stimmt bei aller angemessenen Kritik nicht alles, aber einfache Lösungen gibt es nicht. Ich fände es toll, wenn es so wäre, wenn es die einfachen Lösungen geben würde, aber es ist nicht so. Die Probleme sind komplexer. Auch unsere Klimaprobleme, auch unsere Rentenfragen, auch unsere Verkehrsprobleme und so weiter und so fort. Da braucht es Nüchternheit mit anzupacken. Es braucht einen langen Atem. Demokratie bedeutet, ich habe einen langen Atem, um Dinge zu verändern, um Dinge umzugestalten. So Holter wie Polter löst sich da nicht viel. Das mögen uns in Wahlkampfzeiten, wie wir das gerade haben, Menschen versprechen. Das glauben auch viele. Und sie werden dann irgendwann sehr enttäuscht. Weil es eben nicht so einfach ist, wie wir es gerne hätten. Und da kommen wir nun als Demokraten ins Spiel. Wir, die herausgefordert sind, die aufgefordert sind, Dinge, die es anzupacken gilt, anzupacken und einfach zu machen, zu verändern. Wie kann das gehen? Es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, die da oben, die müssten mal, die da oben machen alles falsch. Vieles sicherlich. Keine Frage. Alles? Auf keinen Fall. Demokratie 2024, Andacht hier in der Kirche. Ich habe mich gefragt, ob Kirche oder wie Kirche, Glaube, Bibel zum Thema Demokratie stehen. Und habe mal angefangen, ein bisschen gerade durch meine Bibel zu wühlen. Und es gibt so unwahrscheinlich viele Stellen. Das würde uns ein paar Stunden heute hier beschäftigen. Es gibt im 5. Buch Mose als ein Beispiel ein Königsgesetz, wo klar und deutlich gesagt wird, was darf ein König, was darf ein König nicht. Und es sagt überraschenderweise nicht zu den Rechten eines Königs, sondern befasst sich ausschließlich mit den Grenzen königlicher Macht. Damit ist die Zielrichtung klar. Einem Machtmissbrauch soll der Riegel vorgeschoben werden. Im Königsgesetz heißt es am Anfang in der Einleitung, wenn du sagst, ich will einen König über mich setzen, mit dem du, ist in den Gesetzen der Tora jeder mündige Israelit angesprochen, Frauen und Männer übrigens gleichermaßen. Das Volk entscheidet also, ob überhaupt ein König und wer eingesetzt wird. Und dann spricht dieses Königsgesetz davon, dass ein König nicht zu viele Pferde anschaffen soll. Die waren damals natürlich von großer militärischer Bedeutung. Aber ein König soll nicht über eine private Armee verfügen, sondern er bleibt auch in der Kriegsführung auf die Zustimmung und Mitarbeit seines Volkes angewiesen. Und es wird gesagt, ein König soll keinen ausschweifenden Lebensstil auf Kosten des Volkes führen. Ein Punkt, der uns sicherlich sehr, sehr schnell einleuchtet. Weiter später berichtet das 5. Buch Mose von der priesterlichen Macht, die auch beschränkt sein soll. Auch die darf nicht dazu führen, dass sich Menschen auf Kosten anderer bereichern. Viele Texte in der Bibel sprechen von Demokratie und Gerechtigkeit. Gehört übrigens zusammen, wenn es nicht alles 100% klappt. Das wäre in der Tat dann das Paradies. Aber da sind wir noch nicht. Was zur Frage führt, ist denn die Kirche demokratisch? Abraham Lincoln hat einmal gesagt, willst du den wahren Charakter eines Menschen erkennen, dann gib ihm Macht. Macht und Kirche, das hat selten zusammengepasst. Es gibt Machtmissbrauch in der Kirche, in beiden großen Denominationen, da ist keine besser als die andere.
Es braucht Zeit. Wir sind gerade dabei, mit Geduld Dinge aufzuarbeiten. Das muss geschehen. Und ich hoffe, das wird in aller Konsequenz geschehen. Ich habe bei meinen Recherchen 7 Thesen der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, zum Thema Demokratie gefunden. Und diese 7 Thesen möchte ich Ihnen sehr, sehr gerne vorlesen und vorstellen. Die erste: Glaube ist keine Sache zwischen Couch und Kirchenbank. Es ist vielmehr eine lebendige und verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, die fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott ist und allen Geschöpfen. Darum engagier dich für Demokratie, es ist an der Zeit. Zweitens: Politik ohne religiöse Bildung verwechselt allzu schnell Gott und Mensch und glaubt, die Welt retten zu müssen. Darum setz dich ein für unsere Demokratie, konkret, klug und praktisch, im Vertrauen darauf, dass der Rest Gottes Sache ist. Der dritte Punkt: Christlicher Glaube hilft, demokratisch zu streiten. Er lehrt, dass man selber immer wieder irrt. Und er erinnert uns daran, dass der andere stets mehr ist als ein politischer Gegner. Darum kämpfe leidenschaftlich für unsere Demokratie, gegen alles, was sie gefährdet, aber nie gegen Menschen. Der vierte Punkt: Zur Demokratie gehört, dass jeder gleiche Rechte hat und niemand große Macht hat in irgendwelcher Art. Dass alle sozial teilhaben, ihre Meinung frei sagen und ihren Glauben leben können. Dies sind zugleich zutiefst auch protestantische Ideen. Darum wehre allen, die diese Rechte beschneiden, für dich und für andere. Der fünfte Punkt: Demokratie ist schön und anstrengend. Die Kunst, beharrlich dicke Bretter zu bohren und immer wieder neu fair miteinander zu streiten, das braucht Zeit, Besonnenheit und Hoffnung. So wie der Glaube. Darum sei demokratisch, mit brennender Geduld, mit protestantischer Nüchternheit, und widerspricht tapfer allen, die Wahrheiten willkürlich verbiegen. Der sechste, vorletzte Punkt: Im Glauben erscheint die Welt im Licht der Ewigkeit Gottes. Das rückt manche politische Fragen heilsam zurecht und weitet den Blick über den heiligen Tellerrand, dass alles Leben Teil von Gottes Schöpfung ist. Gestalte unsere Demokratie, damit andere dies auch erfahren. Und der siebte und letzte Punkt: Der Glaube lebt von der großen Verheißung Gottes, dass einmal kein Leid, kein Krieg, keine Tränen mehr sein werden. Dass dies geschieht, liegt nicht in unserer Hand. Dennoch sollten wir uns bemühen, Gott mehr Hilfe als Hindernis zu sein. Darum steh auf für eine demokratische Gesellschaft, damit keiner verloren geht, jede und jeder eine Stimme hat. Ich wollte heute mit meiner kurzen Andacht bewusst vermeiden, zu sagen, wogegen wir sind. Ich möchte gerne werben, wofür wir sind. Für den Blick auf Menschen unter dem Gesichtspunkt, dass Menschen Geschöpfe Gottes sind und die gleiche Würde haben in aller Verschiedenartigkeit, dass sie gleichwertig sind und unvollkommen auch natürlich. Und daraus Grundwerte wie Freiheit, demokratische Mitbestimmung und soziale Gerechtigkeit abgeleitet werden. Dafür stehen wir ein. Dafür werden wir morgen wählen, weil wir das wollen. Mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten, wie es eben einst Winston Churchill erwähnte: Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen aller anderen. Ich möchte Sie einladen, dass wir noch einmal singen. Ich habe gehört, Sie singen gerne. In den grünen Gesangbüchern jetzt, Nummer 419: Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.